abschließend noch mal ein richtiges Highlight kurz vor Schluss. Oliver, komm mal schön her, sag mal artig grüß Gott. Das ist der Niklas Schweizer, dein Herausforderer. Geh her, sag guten Tag. Ach so. Olli hat sich schon mal warm gemacht. Er kommt aus Bolschweil bei Freiburg. Ja. Und der Niklas ist ein riesen BVB-Fan und hat aber trotzdem heute den Anzug von der Spielvereinigung Bolschweil-Sölden. Und da bist du als? Stürmer. Stürmer! Seit 11 Jahren, ja. Und da war eigentlich auch ein riesen Lukas Barrios-Fan. Ja, als Stürmer natürlich auch ein Vorbild von Dortmund. Und ja. Heute bester Laune. Wir sehen hier gerade die Bilder, die du uns geschickt hast, Niklas, mit deinen Fußballkünsten. Hast gerade eben gesagt, bist ein bisschen aufgeregt, aber ja. Oliver Kahn ist jetzt auch schon länger nicht mehr aktiv. Also wollen wir noch mal schauen. Abgesehen davon war der Torwart, ich weiß nicht. Kann ich auch werfen, oder? Du kannst auch werfen und noch mal aus. Olli, du müsstest dann in dem Fall noch mal Bayern sein. Und du kannst schon fangen. Geht schon los? Drei unten. Vorsicht da, gell? Bist auch dran. Das waren zwei, habe ich richtig gezählt. Oh, entschuldige. So, jetzt Niklas, aus! Also, ist noch alles offen. Es ist noch alles offen. Olli führt zur Halbzeit mit 2:0. Beim letzten Mal, Olli, war übrigens 3 Treffer hier an der Torwand bei deinem letzten Besuch. So. Also, Niklas, ich fürchte, du musst 3-mal treffen und kannst dennoch nicht gewinnen. Wie motiviere ich dich jetzt? Mach sie alle rein. Ja. Mach sie rein, mach genau. Sie rein. Ja. Ja! Offensichtlich nicht reizen. Trotzdem ein Treffer auf jeden Fall. Umgekehrtes Spielergebnis jetzt übrigens. Jetzt haben die Bayern 3:1 gegen Dortmund gewonnen in dem Fall. Niklas. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung auch, weil ich habe schon öfters geschossen. Ja, das ist wohl wahr. Ist ja gar nicht so einfach. Aber war ein super Auftritt, Niklas. Hast du gut gemacht. Ja.